Gestern war das Thema Partyschiff, heute mal ganz gediegen hier auf den Bergen hier von Badachon und mit einer wunderbaren, spektakulären Aussicht hier in den Weinbergen. Hier kann man hochkommen mit so einem Bohrtaxi, heißen die. Das sind so Jeeps, die einen hier hochbringen bis oben auf den Berg und dann kann man wieder runterlaufen. So eine Fahrt kostet pro Fahrzeug, man da mit 5 oder 6 Leuten drin sind, 6.000 Forint. Die bringen einen hier wirklich spektakulär nach oben, ziemlich rasant. Ja, und wenn man dann oben ist, dann kann man den ein oder anderen Wein genießen hier oben, ja, mit natürlich dieser spektakulären Aussicht. Oder aber man wandert einfach nur zurück ohne den Wein. Wenn das mit Wein gemacht wird, ist das Ganze natürlich noch viel spektakulärer, viel lustiger und manchmal geht es sogar schneller, ja, oder auch nicht, weil man muss bei der ein oder anderen Bude ja dann nochmal anhalten. Also auf dem Weg nach unten hier ganz, ganz, ganz viele Weinkeller und Weinstuben. Und jetzt habe ich einen hier gesehen, den ich kenne. Wie bist du denn hier hochgekommen? Spaziergang. Frisch, fit. Na okay. Ich bin mit dem Weintaxi hier hochgefahren. Ich auch. Na, ich habe sie im Auto mitgenommen hier. Ja, ja, oh, wie nett von dir. Ja, also wir sind gemeinsam hier mit dem Bohrtaxi hochgefahren. Und ja, so dein erster Eindruck von hier? Einfach, was dein Lieblingswort ist, spektakulär, atemberaubend und wirklich wie ein Märchen. Wunderschön. Also das ungarische Meer immer und immer verzaubert mich und denke ich mal alle Menschen, die hier schon das angeschaut haben. Und natürlich nach 1 Deziliter Rosenstein, süßer Wein, fühle ich mich schon ein bisschen so, also kriege ich noch am Ende, wie sagt man das, von tiefen Angst, also das Höhenangst. Ja. Man sieht hier, jetzt kommen auch schon die einzelnen Menschen hier wieder zurück aus den einzelnen Weinterrassen und sind alle ziemlich lustig, wenn man es mal anguckt. Ja? Und teilweise gehen die auch gar nicht mehr gerade. Ja? Also, ja, sogar Kinder lachen hier. Aber die kriegen natürlich noch keinen Wein. Na, sie trinken sicherlich Muscht. Genau. Also fassen wir mal zusammen. Wer hier in Badachon einfach nur 1-2 Tage ist oder Urlaub macht oder in der Nähe ist, sollte auf jeden Fall mal hier oben vorbeischauen. Wie gesagt, nicht nur wegen der schönen Aussicht, sondern auch wegen der leckeren Weine, die man hier auf dem Weg genießen kann. Und lasst euch nicht übers Ohr hauen, nämlich die Bohrtaxis, so wie die sie das nennen. Manchmal wollen die auch mehr haben, aber 6.000 Forint ist der offizielle Kurs pro Auto. Fahrzeug. Pro genau. Auto. Ne? Und wenn man dann schon mal nicht mehr ganz so viel rechnen kann, ja, schreibt euch die Zahl irgendwo auf, ja, Arm oder so. 6.000 Forint, nicht mehr. In diesem Jahr, das soll man aber auch dazu sagen. Nächstes Jahr wird bestimmt teurer. Ja, ja. Aber 6.000 Forint pro Auto und bringt bis Kishvalu di Haz. Das ist das höchste Punkt, wo angeblich sie uns fahren können. Eigentlich können sie auch höher, aber naja. Aber ich finde das okay Preis, also es ist auch ein Erlebnis, mit Jeep zu fahren, so schnell. Und runter geht, denke ich mal, auch zu Fuß, wenn nicht, dann haben wir die Telefonnummer. Ja. Und ja. Also wie gesagt, man kann natürlich auch die große Tour machen, oben an dem Basalt, an der Basaltorgel, so nennt man das ja hier. Und eine Führung dazu kann man auch noch buchen. Ich glaube, dann liegt das Ganze zwischen 12.000 und 15.000 Forint. 13.000, 15.000 Forint. Genau, also geht alles. Aber das geht pro Person. Das dann pro Person. Also. Ja. In diesem Sinne, wir gehen jetzt runter. Wie lange das dauert, wissen wir noch nicht. Ja, der ein oder andere Wein wird wahrscheinlich noch irgendwo konsumiert. Und irgendwann kommen wir dann zu Hause an. Mit ganz vielen anderen Leuten, die gerade auf dem Weg nach Hause sind. Also, ist ein Spaß. Sollte man sich mal gönnen. Und wir sagen jetzt einfach mal Tschüss bis zum 20. August. Morgen ist der 20. August. Ganz genau. 20. Nationalfeiertag. August. Da könnt ihr auch einen drauf trinken. St. István wird gekrönt. In diesem Sinne. War schon vor gut paar hundert Jahre. Ist schon ein bisschen länger her. Ja. Genau. In diesem Sinne, macht es gut. Viele Grüße hier vom Berg. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.